Hallo! Spieletastische Grüße und herzlich willkommen zu unserem nächsten Neuheitenvideo. Wir haben schon Anfang Juli und ja, sind wieder ein paar Spiele eingetroffen. Sehr viel Englischsprachiges, glaube ich, diesmal dabei im Verhältnis. Kommen wir zunächst zu unserem Gewinnspiel vom letzten Mal. Wir haben ja gefragt, was nehmt ihr so für Spiele mit in den Urlaub? Gewonnen hat F, Leerzeichen H, FH. Herzlichen Glückwunsch. Schick uns einfach eine Mail mit deiner Adresse an service@spieletastisch.de und dann schicken wir dir das Rums zu. Mitnehmen tut übrigens Sechs nimmt, Wizard und Kuhhandel. Also das heißt ganz klassische kleine Spiele. Vielleicht ist es ja auch eine Sie. Oder sie, genau. Also FH, ja, kann ja auch Frau Herr heißen. genau. Also Sechs nimmt, Wizard, Kuhhandel. Also ja, wie gesagt, ganz klassische kleine Spiele. Ein paar Neuheiten noch in eigener Sache. Wir haben 504 Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal. Yeah, Jubel, wir haben es geschafft, die 500 zu erreichen. Ich habe ja schon angekündigt, dass wir da noch ein bisschen was verlosen wollen. Ich habe mich jetzt entschieden, dass wir das mal in einem separaten Video machen. Genau, das nicht alles so miteinander verknüpfen, sondern da uns ein bisschen was einfallen lassen, ein bisschen was ausdenken, wie wir das machen wollen. Und das kommt dann irgendwann im Laufe der nächsten Wochen, wenn die Sabrina mal wieder Zeit hat und ich nicht gerade im Urlaub bin und überhaupt. Genau. Auf jeden Fall herzlichen Dank für die 500 Abonnenten. Da freuen wir uns riesig drüber. Und es war ja gar nicht als YouTube-Kanal gedacht, sondern das war ja echt mal ursprünglich so. Wir probieren es einfach mal gedacht. Und ja, freuen uns sehr, dass das so gut angenommen wird. Noch eine weitere Sache, wir planen ja in Zukunft ein ja, freitags hier eine Art freien Spieletreff. Wir sind gerade dabei, unser Fotostudio ein bisschen umzubauen und machen da so ein bisschen tatsächlich ein schönes Brettspielzimmer draus. Wir haben uns von Cablex dazu zwei Spieltische schon bestellt. Die werden jetzt am Ende Juli geliefert. Und sobald das halt geht, möchten wir einfach wöchentlich so Spieleveranstaltung machen, dass man einfach ausprobieren kann nach Herzenslust. Also falls ihr hier aus der Gegend kommt und da Interesse habt oder vielleicht auch mal einfach nur zu Besuch in der Gegend seid und Lust habt, mal vorbeizuschauen, könnt ihr uns einfach auch mal eine E-Mail schreiben. Dann würden wir euch da einfach auf dem Laufenden halten, wenn ihr da genauere Termine haben wollt. Genau. Ach, und noch ein Thema. Wir machen jetzt im Juli wieder jeden Freitag Lagerverkauf von 10 bis 18 Uhr. Ja, hat sich halt immer noch wahnsinnig viel Spielware auch angesammelt von dieser ganzen Lockdown-Situation. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum wir das machen. Gerade vor den Sommerferien braucht ja der ein oder andere noch was. Und natürlich verkaufen wir dann auch die Brettspiele. Und das ist sowieso so ein Thema. Also uns darf man im Grunde auch jederzeit besuchen. Wer Lust hat, soll sich aber halt kurz vorher anmelden, damit wir wissen, dass jemand kommt. Und jetzt, wie gesagt, jeden Freitag 10 bis 18 Uhr einfach vorbeischauen. Wir haben wieder unsere typischen 20% auf alles, wobei das nicht auf den Online-Preis gilt, sondern 20% quasi auf unsere Ladenpreise. Genau, so viel dazu. Dann machen wir mal mit unseren Spieleneuheiten weiter. Kommen erst ein paar kleinere Sachen. Das erste Spiel wäre Subastral oder wie wir auf Schwäbisch sagen, Superstrahl. Ist ein ja, Set-Collection-Kartenspiel ab 10 Jahren für 2 bis 5 Spieler, 15 bis 30 Minuten. Es werden da hinten so 6 so Wolkenkarten ausgelegt und auf diesen Karten werden da so verschiedene Biome. Also das heißt, da gibt es dann die Taiga, da gibt es dann die Subtropen und diverse andere Biome. Und man legt quasi, wenn man dran ist, immer eine Karte aus und darf dann links davon die Karten auf die Hand nehmen oder rechts davon die Karten in seine eigene Auslage spielen und versucht dann so möglichst viel unterschiedliche Karten zu sammeln,
Das kann man auch mehrfach oder halt, und es werden nachher auch noch die zwei Reihen mit den meisten Karten, mit den meisten gleichen Karten gewertet. Und wirklich ein nettes Spiel. Wir haben es neulich gleich zwei Runden gespielt mit den Spiele-Dinos. Auch denen hat es gut gefallen. Ja, auf Boardgame Geek hat es eine Wertung von 7,8 aktuell, wobei noch relativ wenig Wertungen da sind und ja, Komplexität von 1,5. Also es ist wirklich ein kleines Familienspiel und man muss es auch nicht großartig Englisch können. Man muss sich halt ein bisschen durch die Anleitung durchkommen und danach ist es eigentlich auch sprachneutral. Von Cosmos ist der neue Exit-Fall, die Entführung in Fortune City da. Im Wilden Westen spielt das Ganze diesmal und ist ein fortgeschrittener Fall. Ich glaube, mehr braucht man gar nicht dazu sagen. Exit. Und auch hier braucht man nicht viel dazu sagen. Marvel Champions hat wieder einen neuen Charakter bekommen, nämlich Quicksilver. Ist jetzt auch verfügbar. Ist allerdings die einzige Neuerscheinung quasi im Juli seit Freitag verfügbar im Handel. Dann machen wir gleich weiter mit dem nächsten Spiel bis 20. Es ist ja so rum. Nominiert zum Spiel des Jahres war es, glaube ich. Nee, es war nicht nominiert, sondern war einfach auf der Auswahlliste. Was macht man bei dem Spiel? Eigentlich muss man nur bis 20 zählen, mehr ist es nicht. Aber, um es nicht zu einfach zu machen, gibt es halt so Aufgaben. Das heißt, am Anfang werden zwei Zahlen aufgedeckt. Meinetwegen die 8 und die 13. Und wenn man dann halt eigentlich dran wäre mit der 8, muss man eben 13 sagen. Wenn man dran wäre mit der 13, muss man eben die 8 sagen. Und danach natürlich auch mit der 9 oder mit der 14 entsprechend weiterzählen. Und so wird dann halt jede Runde noch eine neue Aufgabe entdeckt. So dass man zum Beispiel anstatt der 4 muss man dann Brillenaugen machen oder verschiedene andere Aufgaben erfüllen. Und das Ganze muss man sich halt auch noch merken, weil das eigentlich immer nur die neueste Aufgabe wird, ist immer nur offen zu sehen und die alten muss man sich halt tatsächlich merken. Und so ist es halt doch so ein bisschen, ja, Hirnverzwirbler, sage ich mal. Also vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Dodelido oder so in der Richtung. Nettes kleines Spiel, ist vielleicht auch was für den Urlaub, bis 20. Dann machen wir mal weiter mit einem Kinderspiel ab 4 von Haber. Die Regenbogenbande ist bei meiner kleinen Tochter gerade hoch im Kurs. Was macht man? Also es wird der Plan ausgelegt mit so verschiedenen Farben und in jeder dieser Kreise wird ein Edelstein gelegt am Anfang. Und jeder sucht sich eben seine Farbe raus und muss sich dann überlegen, zu welchem Feld man mit seiner Figur kommen möchte. Sagen wir mal, möchte hierher kommen, von hier, und da muss man sich halt überlegen, es gibt drei so Holzregenbögen dabei, welcher Regenbogen jetzt wohl die richtige Länge hat, um von dort nach da zu kommen. Und wenn man den richtigen erwischt und dort reinkommt und es steht dort richtig, dann darf man mit seiner Figur dorthin, darf sich die blauen Edelsteine aussuchen. Und wenn man fünf hat, bekommt man einen gelben und wer zuerst drei gelbe Edelsteine hat, gewinnt das Spiel. Also es ist einfach. Ja, Entfernung abschätzen quasi. Das ist eigentlich so, dass der Hintergrund der ganzen Sache. Ansonsten bin ich wieder mit tollem Spielmaterial dabei. Allein die Regenbögen damit hat das Spiel bei meiner Tochter schon gewonnen. Genau, dann, ach, ich nehme vielleicht nicht das, das ist gerade nicht so ganz passend. Nehmen wir danach. Nochmal ein Kinderspiel von Haber, Kommissar Maus, büxt keiner aus. Was macht man hier? Also in der Mitte von so einem von so einer Drehscheibe ist der Kommissar Maus. Und da gibt es dann ein Feld, wo eben die Verbrecher ausbrechen. Und man legt dann halt, also dann sucht man, also man wählt quasi blind eins von diesen Blättchen mit diesen Verbrechern aus, legt es hier in dieses offene Feld und würfelt dann noch, in welche Richtung man den Kommissar Maus dreht. Und muss sich dann quasi das Ganze so ein bisschen memorymäßig merken, wo welcher Verbrecher liegt. Weil irgendwann plumpst einer runter auf so eine kleine Glockenscheibe drauf und es macht dann blum und dann ist einer ausgebrochen. Dann muss quasi jeder tippen, welcher Verbrecher ist dort jetzt ausgebrochen aus dem Gefängnis. Und wenn man es richtig hat, bekommt man hier so ein schönes Sternchen. Und wenn man es falsch hat, eben nichts. Und
Wenn gar niemand es richtig hat, dann haut der Verbrecher, setzt sich ins Fluchtfahrzeug. Und wenn dann das Fluchtfahrzeug mit 4 Verbrechern belegt wäre, hätten die Verbrecher gewonnen. Ansonsten gewinnt einfach der Kommissar, der am meisten Sterne hat. Ab 5 Jahre, also in erster Linie so Memory-Effekt. Genau. Und das wäre dazwischen vielleicht etwas fehlplatziert gewesen. Von Die Alchemisten gibt es jetzt die Erweiterung Der Golem des Königs auf Deutsch. Hat eine Komplexität bei Board Game Geek von 4,58. Also ist wirklich ja, Expertenbereich angesiedelt. Hat eine Wertung von 8,4. Und das beinhaltet einfach 4 neue Erweiterungsmodule, die auch beliebig dazugenommen werden können oder eben auch nicht. Es gibt die Gründerförderung, es gibt die hektischen Zeiten, die königliche Enzyklopädie und das Golem-Projekt. Beim Golem-Projekt muss man halt versuchen, aus einer formlosen Masse Lehm, die muss man eben zum Leben erwecken. Oder bei der Gründerförderung gibt es eben individuelle Startressourcen und so weiter. Also sind einfach neue Möglichkeiten für das Spiel. 2 bis 4 Spiele ab 12 und 120 Minuten Spieldauer. Dann haben wir noch neu Zirkus. Ist eine ja multilinguale Version. Also das heißt, es ist Englisch, Deutsch, Französisch und Niederländisch drin. Hat keine Wertung bisher auf Board Game Geek. Also es gibt erst 5 Bewertungen und somit ist auch natürlich die Komplexität mit 2 noch mit Vorsicht zu genießen. Ist für 2 bis 4 Spiele ab 8 Jahre, 20 Minuten Spieldauer. Ja, man spielt quasi Karten und wertet damit seine Artisten einfach entsprechend auf und muss dann eben immer versuchen, den Artisten, der vor einem dran war, zu übertreffen. Und wenn man quasi so Aufwertungsplättchen hat bei seinem Artisten, die es der vorherige Artist nicht hatte, gibt es eben dafür mehr Punkte, als wenn es Aufwertungsplättchen sind, die der vorherige Artist auch hatte. Und am Schluss kommt eben noch so eine große Schlussfinalaufführung, wo man mit seinen restlichen Artisten einfach nochmal Sonderpunkte bekommen kann. Zirkus. So, dann nochmal ein Exit. Diesmal das dunkle Schloss, das ist quasi wie eine Fortsetzung mit diesen Puzzeln. Also es sind wieder 4 Puzzle drin, die das Ganze halt als Fall ergänzen. Aber ansonsten halt im Grunde eigentlich auch ja, normales Exit-Spiel ist. Einsteiger-Level diesmal. Das heißt, man spielt hier 90 bis 180 Minuten ab 10 Jahren und ist wieder für 1 bis 4 Spieler. Dann die neuen Unlock-Fälle, Mythic Adventures in den Fängen des Hades, Professor Nosite, Tiamat und in 80 Minuten um die Welt. Auch hier brauche ich gar nicht viel dazu sagen, es sind einfach wieder 3 neue Fälle. Unlock ist ja immer, funktioniert ja immer so ein bisschen über eine App, wo man dann dort diverse Codes eingibt, je nachdem, was man halt auch kombiniert und so weiter. Und ja, wenn man es eben falsch macht, kriegt man eben Bonuszeit draufgeschlagen. Das heißt, Bonuszeit ist Strafzeit eher draufgeschlagen. Und dann muss eben einfach versuchen, das in einer gewissen Zeit zu lösen. Ist halt einfach immer ein bisschen thematischer, sage ich mal, als jetzt die Exit-Fälle. Da gibt es ja am Anfang immer eine Dreierbox und irgendwann, wenn die ausverkauft ist, dann gibt es die immer nur noch einzeln, die Fälle. Upsala, ein großer, schwerer Brocken, Coffee Traders. Auch das ein englisches Spiel, 3 bis 5 Spiele ab 12 Jahren und 2 Stunden Spieldauer. Enthält aber auch eine offizielle Zwei-Spieler-Variante. Worum geht's? Also, man versucht eben, ist einfach ein Wirtschaftsspiel. Man muss eben schauen, dass man seine Kaffeeplantagen aufbaut. Es geht hier immer um Fairtrade-Kaffee und muss eben. Ja, eben den Boden entsprechend oder die Gegenden entwickeln, um auch die besten Kaffeebohnen anbauen zu können. Man baut Gebäude und treibt einfach damit Handel und versucht eben seine Kaffeeplantage zur besten der Welt zu machen. Hat eine Komplexität von 4,06 bei Board Game Geek, also auch da sind wir
im Expertenbereich, ganz klar, und hat eine Wertung von 7,9 aktuell auf BoardGameGeek. Also wer sich auch für das Thema begeistern kann, Coffee Traders. Als nächstes ein Familienspiel von Deep Rind Games bei Pegasus Spiele erschienen, ist für 1 bis 4 Spieler ab 8 Jahren und hat eine Spieldauer von 20 bis 50 Minuten. Auch das haben wir am Freitag mit den Dinos mal ausprobiert. Jeder hat so eine Insel und muss eben durch Verschieben von so Früchtekörben Früchte sammeln. Und so schöne Holzteile, die man dann sammelt. Und das sind quasi die Ressourcen, mit denen man dann hier weitere Blättchen auf der Insel freischaltet, wenn man halt bestimmte Früchte gesammelt hat. Oder man kauft sich hier auf dem Markt diverse Blättchen oder man versucht Cocktails zu mixen. Das ist, glaube ich, gar nicht angezeigt. Und sammelt eben so Siegpunkte, die man eigentlich im Grunde immer direkt bekommt. Es gibt nur am Schluss noch ein paar extra Wertungen. Und ja, also das ist wirklich total nett runtergespielt, sage ich mal. Also wirklich für Familien, denke ich, ein schönes Spiel. Hat uns gut gefallen, auch wenn das, glaube ich, so ein bisschen, wir waren schon ein bisschen müde und es war schon spät am Abend und da haben wir das wahrscheinlich als eine bisschen Blitzparty gespielt. Also jeder hat ganz schnell seine Züge irgendwie gemacht und wir waren auch relativ zügig mit dem ganzen Spiel durch. Und genau, also schönes Familienspiel, Juicy Fruits. So, dann nochmal Englisch, Tidal Blades, Heroes of the Reef. Auf BoardGameGeek bewertet mit 7,8 und Komplexität von 2,82. Also da sind wir im Kennerbereich. Alter ab 14 Jahre, 1 bis 4 Spieler, 60 bis 90 Minuten Spieldauer. Im Grunde sammeln wir auch hier Ressourcen und versuchen entsprechend Aufgaben zu füllen, um nachher eben der Held des Riffs zu werden. Und ja, macht quasi einen Wettkampf gegen seine Mitspieler. Und ich finde es einfach vom Artwork irgendwie grandios. Das kam neulich an, da hatten wir irgendwie 33 Grad da draußen und man hat das Bild gesehen, dachte mir, oh ja, da möchte ich jetzt sein, da will ich jetzt hin. Ja, gibt einfach auch 4 unterschiedliche Helden, aus denen man wählen kann. Und gibt viele Wege zum Sieg. Ah ja, ist auch so ein bisschen asymmetrisch von einfach also von den Bedingungen. Also je nachdem, welchen Held man spielt, spielt sich es auch ein bisschen anders. Und es sind viele Würfel dabei. Und auch das ist ein englisches Spiel, Whistle Mountain, für 2 bis 4 Spieler ab 14 Jahren und 90 Minuten Spieldauer. Die Bewertung aktuell bei BoardGameGeek liegt bei 7,8 und die Komplexität bei 2,97. Also auch hier sind wir im ja, guten Kennerbereich unterwegs. Im Grunde auch ein ja, Worker-Placer-Puzzle-Auslegespiel. Also das heißt, man baut in einem Tal so eine Art Gerüst und in dieses Gerüst baut man diverse Maschinen ein. Und für all diese Sachen, um diese Aktionen durchführen zu können, muss man eben vorher entsprechende Ressourcen sammeln, die man eben mit seinen Arbeitern und mit seinen Luftschiffen entsprechend einsammeln kann. Und da gibt es dann da quasi so eine Linie, wenn man dort rüber baut, Maschinen quasi über dieser Linie baut, dann steigt eben hier dieser Wasserpegel immer in diesem Tal und nach verschwinden dann halt Maschinen und Ressourcen, die dementsprechend weit unten gebaut wurden. Und wenn das Wasser dann quasi, nee, sobald man dann hier Maschinen über so Arbeiter baut, auf so einem Gerüst, wo Arbeiter draufstehen, dann werden die halt so zur Seite gelegt. Je nachdem, wie weit oben die sind, kriegen die halt mehr oder weniger Siegpunkte. Auch für Maschinen, die man baut, gibt es Siegpunkte. Also es gibt viele Möglichkeiten, Siegpunkte zu bekommen. Und von den Regeln ist es eigentlich gar nicht so komplex, sage ich mal. Also ich glaube, die Anleitung, mal abgesehen von der Symbolerklärung, die hinten dran noch kommt, aber die Anleitung selbst geht, glaube ich, über 10 Seiten, wobei über die Hälfte, glaube ich, einfach auch große Bilder dann sind. Und von den Regeln her so gar nicht mal so schwierig, aber einfach mit vielen Möglichkeiten.
Ist, glaube ich, aktuell wieder nicht da. Aber wenn man unseren Lieferanten Glauben schenken darf, was ich einfach mal tue, sollte es auch die nächsten Tage wieder ankommen. Ach, Gewinnspiel. Diesmal gibt es ein Familienspiel mit My Farm Shop von Pegasus, das wir verlosen. Was müsst ihr dafür tun? Schreibt uns einfach. Es ist jetzt demnächst, wird ja der Gewinner des Spiels des Jahres oder des Kennerspiels des Jahres bekannt gegeben. Lasst uns einfach nochmal wissen, was ihr denkt, welches Spiel jeweils in der Kategorie gewinnt. Also wir machen kein richtig oder falsch, sondern jeder, der mitmacht, da sein Tipp hinterlässt, ist natürlich, kann natürlich auch gewinnen bei uns auf dem Kanal. Und zu guter Letzt, Zug um Zug Europa in der 15 feiert 15-jähriges Jubiläum und bekommt hier eine ganz besondere Edition. Das heißt mit riesengroßen Spielplan mit so Metalldosen, und in diesen Metalldosen sind dann eben auch entsprechend die Züge toll gestaltet drin. Also wer das Spiel gerne hat und einfach da ein bisschen was Besonderes haben möchte, es hat natürlich auch einen besonderen Preis, muss man auch ganz klar sagen. Aber ja, ist einfach eine Art Sammlerstück, würde ich sagen. Und wer das Spiel gern mag und es haben möchte, soll sich das einfach mal anschauen. Gut, das war's wieder für heute. Spielt was Schönes, lasst es euch gut gehen, und wie gesagt, wir kommen dann bald mit unserem 500-Abonnenten-Special zurück und werden da einiges verlosen. Ach ja, wir haben auch ein bisschen was gespendet für den Charity-Stream von Brett Ballett. Schaut doch dort, das soll jetzt am Samstag stattfinden. Ich meine, ab 15 Uhr bis Mitternacht oder sowas wollen die da einfach Spiele verlosen und was heißt verlosen, nicht verlosen, sondern versteigern. Und zwar kommt das Geld alles einem guten Zweck zugute und sollen Kinder, also einfach Kindern in Not etwas helfen. Und das fand ich so großartig, das möchte ich gerne unterstützen. Und da haben wir auch ein bisschen was dazu beigesteuert. Und da wollte ich einfach nochmal sagen, schaut da rein, lasst ein bisschen Geld liegen, es ist einfach für den guten Zweck. Genau, das war's für heute. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Bin ich jetzt scharf? Ja. Gut.